gehen nach die Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten. Denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Vorstellungen, Vorlieben, Wünsche, was auch immer. Und um sich selbst in Bewegung zu setzen. Um für Jesus frei zu sein. Und das ist auch das Schwierigste. Vor allem die Emotionen, die man hat. Frei zu werden. Damit etwas Neues in uns hineinkommt. Etwas Neues kommt. Aber das Neue, das kommt, das ist nicht eine Information oder eine Lehre oder ein gescheiter Spruch, sondern es ist Jesus, die Person Jesu Christi, die in unsere Seele, in unser Herz hineinkommt. Und in dieser Wohnung nehmen Jesu, in unserem Herzen, das ist eine Krippe, in der eigentlich hinliegt. Ja, diese Krippe im Stall ist sozusagen die Brücke in uns, unser Herz. Er wird als kleines Kind lieber kann er gar nicht sein, als dass wir unser Herz öffnen. Der möchte in unser Herz hinein. Damit wir erneuert werden. Und wie sich dieser Jesus in uns auswirkt, das wird sich ja zeigen. Das ist bei jedem Menschen anders. Da haben wir nicht mehr die Kontrolle. Geht es nur darum, dass wir uns von ihm führen lassen, dass er die Kontrolle bekommt. Dass wir ihm vertrauen. Schritt für Schritt. Zeigt es uns, wenn wir dazu bereit sind. Oft ist die Gefahr, dass wir es nicht zulassen. Mit eigenen Gedanken und so weiter. Mit dem, was wir heute selber meinen und wollen. Es ist dann so, wie man es ein Samenkorn einsetzt und dann was drüber Strassen asphaltiert. Dann schwierig, dass das Leben Jesu sich entwickelt in uns. Deshalb ist jedes Gebet, immer wenn wir zur Krippe kommen, aber auch dann, wenn wir die Krippen nicht mehr stehen haben, ein Suchen nach Jesus, ein Empfangen Jesu. Ja?
einer ganz, in einer äußeren kleinen Form, weil Jesus sich ganz klein macht. So wie als kleines Kind, so auch in der Hoste, kommt Jesus in uns. Wie ein Samenkorn, das in uns Frucht bringen will. Und immer, wenn wir beten, geht es darum, sich innerlich diesem Jesus in uns zuzuwenden und zu sagen, Jesus, ich nehme mich selbst ganz zurück und ich will frei werden für das, was du mir zeigst. Schenke mir nur diese innere Gelassenheit, sodass ich wirklich loslassen kann und von all dem ja, weggehen kann, so wie die Hirten von ihren Herren. Haben es stehen lassen, um zu Jesus zu kommen. Und vielleicht haben sie ein paar Schafe mitgenommen, keine, die was sie ihm zum Geschenk gemacht haben. Aber sonst? Sonst nicht. Und so wollen wir ganz bewusst die Gemeinschaft mit Jesus suchen, dass er in uns Frucht bringt. Und zu Weihnachten soll dafür wieder neu ein Start sein. Bitten wir die Gottesmutter mit ihrem Herzen, in dem sie alles aufbewahrt hat, dass sie uns hilft.